Hope I know it. Boah, geht ja schon gut los. So, Schritt für Schritt, ganz behutsam, pirschen wir uns vor. Was gibt's denn hier zu sehen? Ach Mann! Blöden Wildschweine, blöden Pumbas. So, nichts vergessen hier. Ich sag dir, was du mit den Kreaturen machen sollst. Mach sie platt, Spyro! Stampf auf sie drauf und mach sie platt! Wie wär's mit Vorstürmen und Grillen? Schließlich sind wir Drachen. Hm. Gute Idee. So, das kann aber noch nicht alles gewesen sein. Schließlich haben wir da ja noch was gesehen. Ein Ort, wo noch ein paar Edelsteine zu holen sind. Jetzt ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Ich würde sagen, schauen wir uns einmal um. Kommen wir nicht mehr hoch? Ob es einen anderen Weg gibt? Oder habe ich jetzt die Arschkarte und muss das Level neu starten, weil ich zu weit bin? Das wäre ja jetzt blöd. Hi, Spyro. Sieht wirklich so aus, als ob wir nicht mehr zurückkommen. Naja, was soll's. Die Kugel. Ach, hier. So. Hochlanddorf. Ich glaube, in der PS1-Version, da waren die Namen auf Englisch. Wenn ich mich nicht irre. Deswegen kommen mir diese ganzen Namen hier auch gar nicht so bekannt vor. Hier haben sie die Level auf Deutsch benannt.
Naja. Spielt eigentlich keine Rolle. Krasser Typ. No skydiving. Okay, wissen wir Bescheid. Wird ja immer besser hier mit den Gegnern. Ich hab total die Orientierung hier verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wo Anfang und Ende ist. Doch, ich war hier gewesen. Ich kam von hier. Hier haben wir was vergessen. Aha. Teilweise echt gut versteckt hier. So, damit müsste ich eigentlich hier alles haben. Guck nur noch mal nach zur Sicherheit, damit ich auch wirklich nichts übersehen habe hier. Sauber. Sauber. Weiter geht's. Vorsicht, Spyro. Hierzulande haben die Norks die Elektrizität entdeckt. Und die brennt ganz schön. Was haben wir denn hier? Und ich, Idiot, stehe hier einfach rum und warte. Ja, hier waren wir bereits. Oh, nicht gut. Hm,
da drauf müsste man auch irgendwie kommen. Sehr gut, Spyro. Eines Tages kannst du allen Drachen von deinen spannenden Abenteuern erzählen. Oh ja, aber jetzt will ich vor allem raus aus diesem Sumpf. Na, dem geht's gut, ey. Das ist ja fies. Souverän gelöst. Oh, ungeschickt. Ich freue mich schon auf Spyro 2, weil das ist mein Lieblingsteil von allen dreien. Ich weiß nicht warum, aber mir gefallen da die Level und die Musik und alles. Das ist einfach der beste Teil für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, was eure Erfahrungen sind oder was euer Lieblings-Spyro-Teil ist. Ich meine, alle drei sind super Spiele, aber wie gesagt, Teil 2, the best für mich. So. Ich überlege gerade, was können wir denn hier machen? Ah. Man muss sich einfach mal trauen, oder? Läuft alles wie am Schnürchen hier. Schnürchen, so. Schnürchen. Wow, das wäre ja fast wieder schief gegangen. Thank you.
La 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 la. Ach so. Ich bin ja völlig auf dem Holzweg hier. Ups. Perfekt. So mag ich das doch. Gut, nebliger Sumpf haben wir, Hochlanddorf haben wir. Ah, das ist mein Dorn im Auge, 89%. Nix gut. Ah, da bei dem Baum war noch ein Level versteckt. Ja, ja, ich sehe es da hinten. Das Portal. Mein geliebtes Treetops-Level auf Deutsch. Keine Ahnung, wie das hieß. Baumkronen? Ist auf jeden Fall ein heftig schweres Level. Vielleicht sogar das schwerste in dem ganzen Game. Baumwipfel. Jetzt wird's ernst, Leute. Jetzt werden wahrscheinlich viele Leben verbraten.